Ja, hallo liebe Meerwasserfreunde. Heute die weitere Vorstellung, der nächste Abschäumer. Heute haben wir die Firma Deltec. Und zwar haben wir den neuen Deltec Skim 1000i. Den werden wir euch heute mal ein bisschen genauer zeigen. Ja, wir machen das im Prinzip, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Wir zeigen euch mal schönes Gerät und wir zeigen euch dann auch das Gerät nochmal im Betrieb. Das machen wir auch wieder in unserem kleinen Testbecken. Dezibelmessung hat ja scheinbar, so wie ich letzte Woche an den Kommentaren gesehen habe, Anklang gefunden. Werden wir auch so beibehalten, versprechen wir euch. Ja, Deltec 1000i Skimmer, gutes Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich echt fasziniert. Ja, wir waren ja bei der Firma Deltec am Stand auf der Interzoo. Und ja, der Jan Nils hatte uns ja gesagt, dass Deltec eine komplett neue Skimmer-Serie auf den Markt gebracht hat. Und auf der Website kann man sich das auch alles schon angucken. Die sind schon alle dort aufgelistet. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Dinger haben mich wirklich von der Innovation her, finde ich die absolut super. Wir haben, wie gesagt, Notüberlauf, das heißt kein Überkochen mehr. Wir haben unten einen doppelten, also so einen Hohlkammerboden haben wir unten drin. Da wird nochmal das wieder ins Becken laufende Wasser quasi umgeleitet, sodass wir da also nochmal speziell, sage ich jetzt einfach mal, weniger Luftblasen ins Becken reinbekommen. Das alles funktioniert auch echt sehr gut, weil wir haben das, wie gesagt, in unserem kleinen Testbecken ausprobiert. Läuft super klasse, gar keine Frage. Gibt es nichts dran auszusetzen. Das 1000er i-Modell ist auch das mit der DC-Pumpe. Also hier haben wir auch nochmal eine 24 Volt, also eine Niederspannungspumpe drin sitzen. Regelbar ist hier auch noch. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mich wirklich fasziniert, die Abschäumer. Sehr wertig alles, sieht super aus, funktioniert auch echt tadellos. Und ja, wir machen es so wie beim letzten Mal auch. Das Gerät, was ich jetzt heute euch hier vorstelle, hat wieder ein User bei mir aus dem Forum erhalten. Der hat den jetzt zum Testen gekriegt. Der wird den jetzt einfach bei sich ins Becken verbauen und uns so, ich denke mal, nach 6 Monaten halt eben mal so einen kleinen Bericht zurückgeben, wie das Gerät funktioniert, wie es läuft, wie es sich bewährt. Ja, normaler Betrieb, täglicher Betrieb, Reinigung, Wartung, Pflege. Über all das würde er uns dann halt informieren und wir werden euch dann nochmal informieren. Ja, so, dann wollen wir jetzt mal starten mit der Vorstellung. Los geht's jetzt hier. Viel Spaß. So, liebe Meerwasserfreunde, hier sehen wir jetzt den Deltec Abschäumer und zwar den 1000i aus der neuen Abschäumerserie. Ja, ist ein ganz innovatives Gerät, meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich dabei sagen, weil der Abschäumer hat zum einen hier unten hat er einen sogenannten Hohlkammerboden. Das heißt, dadurch wird er nochmal extrem leise, wenn er halt im Betrieb ist. Weiterer Vorteil ist, das Wasser wird im Grunde so weit hier runtergeführt und durch diesen Hohlkammerboden nach draußen geleitet, dann unten drunter. Das heißt, dadurch hat er auch extrem wenige Luftblasen, die wieder zurück ins Aquarium kommen können, weil halt eben die Rückführung des Wassers, ja, ich sag einfach mal, ja, umgeleitet wird und dadurch werden also nochmal mehr Luftbläschen herausgeholt. Weitere Innovationen, die ich also schon wirklich extrem geil finde, muss ich ganz ehrlich dabei sagen. Ihr seht hier ein Röhrchen und zwar ist das der Notüberlauf. Und der ist im Prinzip dafür da, dass der Abschäumer nicht überkochen kann. Ja, das heißt, ihr seht das hier schon von der Höhe her gesehen. Schaum geht hier durch. Ja, und wenn jetzt hier aber Wasser hochkommen würde, weil jetzt irgendwas nicht stimmt, weil vielleicht das Becken, ja, also der Wasserstand bei euch im Technikbecken steigt oder whatever. Ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt würde das Wasser hier ansteigen. Das steigt natürlich in diesem Röhrchen auch an und würde hier rauslaufen. Ja, dadurch kann dieser Abschäumer niemals überkochen. Es ist also eine super Innovation, fand ich also wirklich extrem geil. Und ich freue mich halt auch, weil die Firma Deltec ja eigentlich ein ja, sehr renommiertes, allen eigentlich bekanntes Unternehmen ist.
was auch jetzt halt unter der neuen Führung, die da jetzt drinnen ist, also unter dem Jan Nehls, ja, einen richtigen Sprung wieder nach vorne gemacht hat. Das freut mich unwahrscheinlich. Und das ist für mich also wirklich eine Innovation. Ja, muss ich ganz klar dabei sagen. Hier habt ihr im Prinzip wieder das Staurädchen, was eigentlich so jeder Abschäumer hat. Der Abschäumer selber ist natürlich auch ein, ich gehe nochmal runter, das ist eine DC-Pumpe hier im Prinzip verbaut. Das heißt, der ist komplett geregelt. Ihr habt ein kleines Steuergerät dabei, wo ihr dann halt auch die Pumpenleistung auch nochmal über das Steuergerät einregeln könnt. Ja, weiter hat Deltec dann eben, ich hatte auf der Messe noch mal mit dem Jan darüber gesprochen, ja, die meisten gehen heute auf diese konische Form. Deltec ist bei der geraden Form geblieben. Die haben mir das auch relativ plausibel eigentlich begründet. Und zwar hat das damit zu tun, die Luftblasen, die sich hier drin bilden, der feine Schaum, der wird oben nicht konisch zusammengeführt und ist kleiner, sondern die gesamte Fläche zählt halt. Ja, klang für mich eigentlich auch ganz einleuchtend, fand ich eigentlich eine super Geschichte. Wird auch, denke ich mal, gut funktionieren. Wir werden auch diesen Abschäumer jetzt einfach gleich mal in den Becken reinpacken. Lassen den mal anlaufen, damit ihr das mal sehen könnt. Und wir machen auch nochmal eine kleine Dezibelmessung dazu, um mal zu gucken, was der so an Werten bringt. Ja, ansonsten hat er natürlich einen riesen Abschäumertopf. Finde ich auch schon mal ganz gut. Ihr könnt auf dem Abschäumertopf auch bei der Größe, auch an der Seite noch, haben wir einen Anschluss unten dran. Ja, hier kommt aber jetzt noch ein Schläuchchen dran. Ich habe das jetzt gerade mal für das Video jetzt nicht montiert. Da kommt, wie gesagt, unten noch ein Schlauch dran hier. Da könnt ihr dann im Prinzip auch in eine Flasche laufen lassen, könnt ihn somit entleeren. So, Abschäumertopf ist auch an für sich hier gut mit dem O-Ring gelöst. Schnappverschluss, ja, wird einfach hier 30 Grad gedreht, dann rastet er ein. Ja, lässt sich auch gut, ich mache es ja auch gerade eben mit einer Hand, lässt sich auch eigentlich sehr gut entfernen und wieder aufbringen. Ja, dann weiß ich noch, weil ich es auf der Seite gefunden habe, dann gibt es auch hier von der Firma Deltec noch einen anderen Deckel. Den könnt ihr hier draufsetzen. Dann habt ihr da noch eine Reinigungsfunktion innen drin. Da könnt ihr innen drin das Schaumrohr noch entleeren. Auch ein ganz nettes Gimmick, werden wir euch auch demnächst vielleicht auch nochmal vorstellen können. Hier nochmal ganz kurz eben der Controller. Ja, ihr habt ja im Prinzip halt, ist halt wie gesagt eine DC-Pumpe. Da ist natürlich noch der Controller dabei. Und ich nehme das nochmal eben kurz hier ab. So, hier habt ihr unten dann nochmal im Prinzip den Schlauch hier. Schön mit einem Hahn drauf. Der kommt dann im Prinzip hier unten dran. Den steckt ihr dann hier unten drauf. Und dann braucht ihr den Schaumtopf nicht runternehmen, könnt ihn auch so entleeren lassen. Klar, haben andere Hersteller auch, gar keine Frage. Aber es ist halt eben mit dabei. So, und jetzt werden wir das gute Gerät nochmal in ein Becken reinstellen. Dann zeigen wir euch den mal in Funktion. Wobei ich jetzt hier auch einfach ehrlich dabei sagen muss, es ist halt so, dass die Geräte, also es ist auch von Deltec angegeben, dass die bis zu 48 Stunden benötigen, um richtig einzulaufen. Wir zeigen euch jetzt nur mal hier so einen kleinen Test im Prinzip, dass ja, wie er so funktioniert. Wir wollen euch das einfach mal zeigen, weil ich denke einfach mal, das interessiert viele von euch. Also, bis gleich. So, Freunde, hier haben wir den Deltec jetzt mal in so einem kleinen Testbecken untergebracht. Ja, wir haben jetzt exakt die 15 cm Füllstand, die er braucht. Minimal. Die haben wir jetzt mal genommen. Ja, und ich schmeiße jetzt einfach mal Pümpchen an und dann gucken wir mal, wie der hier loslegt. So, da gibt er direkt Kette. Ich habe den jetzt auch mal halt eben hier aufs Maximum eingestellt, nur damit ihr das auch seht. So, und jetzt könnt ihr im Prinzip auch hier in dem Röhrchen sehen, da, wie der langsam da jetzt ansteigt. Das ist dieser Notüberlauf. Ich habe den jetzt extra mal auf volle Hütte gemacht. So, und da finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil jetzt wäre hier im Prinzip bei der Minimalmarkierung, ja, vom Wasserstand her, dann könnt ihr den jetzt einpegeln, das wäre jetzt im Prinzip hier unten.
Das wäre dann auch genau im Prinzip der Einstellwert, den er haben müsste. Ja, also im Prinzip sofort hier. Das würde jetzt hier auch mit A übereinstimmen. Aber ihr seht ja jetzt, der geht jetzt hier immer weiter Richtung Max, weil ich habe ihn jetzt einfach mal höher gedreht. So, wenn ich jetzt den Füllstand jetzt noch etwas höher hätte im Becken selber jetzt hier, ja, dann würde der im Prinzip hier über den Notüberlauf rauslaufen. Also wenn ich ihn jetzt noch hier ein bisschen anheben würde, dann würde die Geschichte im Prinzip da rauslaufen. Ja, also das finde ich ganz gut gelöst, wie gesagt, hier mit dem Notüberlauf. So, und wie ihr selber sehen könnt, finde ich, läuft der jetzt an für sich gesehen schon relativ gut. Wobei man auch ganz klar jetzt dazu sagen muss, ja, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen näher ranzukommen nochmal. So, wir haben jetzt hier frisches Salzwasser im Prinzip am Laufen. Ja, aber ihr seht hier, da kommt der schon, da seht ihr schon, dass er ein bisschen gelb wird da. So, und der ist jetzt gerade flatschenneu ausgepackt. Der ist weder eingelaufen noch irgendetwas. Und der gibt also hier sofort Kette. Also muss ich sagen, finde ich jetzt eine ziemlich geile Geschichte. Hat mich quasi überzeugt. So, und dann wollten wir ja noch kurz zur Dezibelmessung gehen. Da habe ich jetzt einfach mal hier unten den Grundwert gemessen. Ich habe jetzt hier unten im Prinzip einen Grundwert von um die 35 rum im Keller. Und wir werden jetzt noch mal kurz anmessen, was der jetzt hier so an Geräuschentwicklung macht. Also ich mache das jetzt noch mal eben folgendermaßen, nur damit ihr das auch mal kurz mal seht. Ich mache ihn jetzt noch mal aus. So, wie ihr seht, wir haben also hier so ein Grundrauschen von 35 innerhalb des Raumes. Und jetzt starte ich mal. Also wir einigen uns mal auf 44. 44 habt ihr ja selber gesehen, macht er im Prinzip bei 100%. Ja, ich habe ihn jetzt komplett angestaut und natürlich auch komplett auf 100% Maximum habe ich ihn auch hier am Laufen. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, so alle Balken offen. Also 44 Dezibel ist meiner Meinung nach eine verdammt gute Sache. Ja, ich hoffe mal, die Vorstellung hat euch gefallen. Das Gerät von Deltek hat mich echt überzeugt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, finde ich eine klasse Aktion hier von denen. Also Innovation finde ich absolut geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Hohlkammerboden, das ist wirklich leise. Wir haben keinerlei Luftblasen im Becken. Ja, das wird alles schön rausgezogen. Ja, und dafür, dass die Kiste hier im Prinzip sofort anläuft, ja, ist schon eine ganz gute Sache. Wie ihr seht, macht ein schönes Schaumbild und das nach einem direkten ersten Start. Ja, obwohl die Kiste, sage ich mal, gerade flitsche neu ausgepackt ist. Und innerhalb der Anleitung auch ganz klar steht, dass wir hier so 48 Stunden rechnen sollten, bis er hundertprozentig in Betrieb gehen kann. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen rauf braucht man noch, Abonnenten braucht man auch noch. Und ich sag dann mal bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.